Die beiden, mit denen werde ich fertig, mit die Wache nicht. Am heutigen Tage breche ich auf nach Sovngarde. Oh Mann. Oh, eiskalt. Da rollt das Köpfchen. Der ist tot. Eine schöne Torwache wart ihr. Scheiße. Das muss unbedingt in mein Teil der Edda. Neu in der Stadt, stimmt's? Ich kann wenn immer noch nicht glauben, dass er gewusst hat, was er tat, wenn sie dieses Tor öffnet. Ihr könnt euch gerne etwas wünschen. Oh Mann, der Typ ist hinüber. Der Typ ist eiskalt hinüber. Ich gehe jetzt erstmal schnurstracks in die Badenakademie. Ich würde mich wahrscheinlich hier viel zu viel umgucken wollen die ganze Zeit. Auf zur Badenakademie erstmal. Aber sonst in Skyrim ist es ja auch so, dass man überall und hier und da und wo und was. War in Einsamkeit nicht auch dieser Avinus Aventura oder so, nachdem wir schauen sollten? Oder wie er auch immer heißt? Alakir bringt Nesselfluch. Bringe das. Tötet den Bandinerführer an Sturmmäntel. Schrei von Azura. Da, sprich mit Aventus Arentino. Ich glaube, das war doch hier, oder? Map? Nee, war hier gar nicht. Achso, ich hab's gedacht. Oh, Aventus Arentino ist in Windhelm. Okay, nee, dann machen wir das natürlich erstmal nicht. Hier, Lydia, was ist denn mit dir los? Bist hier so aufgescheckt. So, und ab in die Badenakademie. Wo ist sie denn? Da ist sie. Da ist der Eingang. Die Badenakademie. Los geht's. Wir werden Bade. 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 Hi. Willkommen in Einsamkeit. Die Heimat der Künste hier in Himmelsrand. Willkommen an der Badenakademie. Ich bin hier der Direktor. Wie kann ich euch helfen? Ich möchte mich an der Akademie bewerben. Es ist immer eine Freude, einen angehenden Badenkollegen zu treffen. Ihr solltet euch dessen bewusst sein, dass sich bei uns viele bewerben, aber nur wenige angenommen werden. Wann immer es möglich ist, bitten wir Bewerber, Aufgaben zu erledigen, die in der Akademie anstehen. In diesem Fall habe ich genau das Richtige für einen angehenden Baden. Was soll ich denn tun, Viarmo? Elisef hat die Verbrennung von König Olaf verboten, ein Fest, das von der Badenakademie abgehalten wird. Wir müssen sie umstimmen. Sie davon überzeugen, dass ich König Olafs Vers vorlesen möchte. Einen Teil der Liederedda, der lebendigen Geschichte von Himmelsrand. Leider ist dieser Vers vor langer Zeit verloren gegangen. Da komme ich dann sicher ins Spiel, oder, Viarmo? Ja, laut Giro, unserem Geschichtenarchivar, könnte der Teil der Edda, der von König Olaf handelt, sich immer noch in Todmanns Ruhe befinden. Ihr müsst das Gedicht für mich finden. War eure Akademie sehr vom Krieg betroffen? Was wisst ihr über Drachen? Warum hat Elisif das Fest verboten? Und was ist das Liederedda? Nee, ich sag erstmal, warum hat Elisif das Fest denn verboten? Wie ihr vielleicht wisst, wurde Elisifs Mann vor kurzem getötet. Elisif ist in tiefer Trauer um ihren Mann und findet ein Fest, bei dem es um die Verbrennung eines Königsbildnisses geht, nun, geschmacklos. Ich habe versucht, sie davon zu überzeugen, dass das Fest schon viele Jahrhunderte alt ist und Einsamkeit feiert. Aber ich brauche Beweise. Ich glaube, diese Beweise könnte König Olafs Vers erbringen. Ach so, und was ist die Liederedda? Ich glaube, Giro hier könnte euch das, sowie auch die Geschichte von König Olafs Vers, erzählen. Ihr solltet mit ihm darüber sprechen. Ach, der Typ da, der das rumbackt. Ich wünsche euch Glück beim Finden des angehenden Baden zu begegnen. Viarmo hat gesagt, dass sie mir etwas über die Liederedda erzählen können. Er schickt euch also auf die Suche nach König Olafs Vers? Das ist gut. Wir sollten ihn nicht einfach so herumliegen lassen, nun da ich entdeckt habe, wo er ist. Der Vers war Svagnirs Beitrag zur Liederedda, der lebenden Geschichte von Himmelsrand. Jeder Bade erweitert die Edda zu seinen Lebzeiten. Sehr interessant. Und König Olafs Vers ist also ein verlorener Teil der Edda? Oh ja, und sehr alt noch dazu. Der Vers kritisiert den regierenden König Olaf. Er war darüber so erzürnt, dass der Bade getötet und alle Kopien des Verses verbrannt wurden. Zumindest dachten wir das, bis ich vor ungefähr einem Jahr einige ältere Texte übersetzt habe. Wir glauben nun, dass König Olaf die Wahrheit zusammen mit dem Barden begraben hat.
Wenn ich recht habe, liegen Svagnir und König Olafs Vers in Todmanns Ruh. Zusammen mit der Grabkammer von König Olaf höchstpersönlich. Ach so, okay. Ja, ist doch sehr interessant. Seid vorsichtig. Womöglich findet ihr in Todmanns Ruh weitaus mehr als König Olafs Vers. Das glaube ich auch. Aber vergesst vorher schaue ich mich hier mal um, weil ich bin ja ein Dieb, ne? Und ja, Diebe bereichern sich nun mal hier in der Baden-Akademie auch ein bisschen. Damit habt ihr doch, wusstet ihr das doch, oder? Dass ich hier ein Dieb bin, das wusstet ihr? Ich weiß gar nicht. Ja, hier viele Bücher, irgendwie nichts Interessantes. Ich gehe mal oben hin. Ich vertraue darauf, dass ihr mit König Olafs Vers zurückkehren werdet. Ja, das werde ich auch machen. Ich stehle nur in die Bergblume zum Beispiel. Weil ich will einiges klauen. Hier zum Beispiel 5 H. Oh, da ist auch eine. Ich bin entdeckt worden. F5 und die Schneebären werden auch geklaut. So, und F5. Ja, das mache ich ohne F5, die violette Bergblume. Die kriege ich auch so. Stehen von Schrank, da sind wahrscheinlich nur Badenklamotten drin. Biografie, Gold. Ey, ach, Gold. Aha. Moin. Ey, geil, wie geil ist das denn hier? Fette Trommel und so. Was werde ich denn? Thea sagt, nur ihre eigene Stimme sei besser als meine. Aber sie tut mir Unrecht. Ja? Bist du die beste Sängerin hier? Nur wenige können meinem Charme widerstehen. Ich kann deinem Charme durchaus widerstehen. Bück dich, Stück! Ich kann Lydia Charme nicht widerstehen. Lydize! Die herrliche Braut. Das war besser. Es ist eure Aufgabe, diese Lieder herüberzubringen, das Publikum zu begeistern. Wo ist das? Wenn ihr sie mitreißen könnt, werden sie euch kommen. Das war besser. Es ist eure Aufgabe, diese Lieder herüberzubringen. Ich habe Angst. Ich hatte Angst jetzt gerade, weil ich keine Leute gesehen habe. In meinem Amt als Dekan für Geschichte betreue ich einen weit gefächerten Bla bla bla. Ich unterrichte Poesie, das Schreiben, Geschichte und die feineren Aspekte. Hey, cool, so ein Koch, Alter. Die Band. Die Zeiten für die Barden werden zu den üblichen Zeiten serviert. Sucht euch eine Taverne, wenn ihr Sonderwünsche habt. Gut, Band, alles klar. Boah, ist das hier eine Riesenakademie. Oh, hier kann ich bestimmt nachher schlafen. Atov. Schlüssel zur Barenakademie hat er. Der Atov, der hat auch Dietriche dabei, ja, ja. Der hat da Atov. Hier kann ich bestimmt noch erpennen. Aber was bringt mir sonst die Barenakademie? Ich will ein bisschen trällern. Was geht hier? Öffnen Einsamkeit, hier ist der Ausgang. Gut, dann gehen wir erstmal wieder raus. In die Einsamkeit. Ha! Und es ist schon wieder Nacht geworden hier. Ich hasse Nacht irgendwie. Ich mag Nacht nicht. Mögt ihr Nacht? Könnt ihr mal reinschreiben. Erikurs Haus. So, Map. Habe ich jetzt die Baden-Quest denn wenigstens gespeichert? Wahrscheinlich nicht. So, erstmal so. Die flammende Hütte ist das. Ja, das ist die Baden-Akademie. Finde König Olafs Vers. So. Wo muss ich denn da ganz hin? Da muss ich ganz hier hin. Nach Todmanns... Was? Todmannsruh. Achso, nach Todmannsruh. Ja, kann ich da lieber erst nach Mortal fahren? Ne, ich lauf den Weg. Ich lauf den Weg einfach. Was kostet denn der Spaß? Natürlich, man muss auch mal mitgehen. Lupen. Blauer Palast entdeckt. Ne, hier wollte ich gar nicht rein. In den blauen Palast. Da wollte ich doch gar nicht rein. Ich wollte doch dahin laufen. Und ich will laufen, laufen, laufen. Und da alle zerfetzen. Und dann wiederkommen und dann geht's ab hier. Dann geht's ab. Und diese schöne Musik in Einsamkeit. Diese einsame Musik. Oh yeah. Und da ist ein Glühwürmchen. Da ist ein Glühwürmchen. 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 Ah. Zack. Fackelwürmchenbrust. Ich bin nicht interessiert, Jari. Lecker. Mama, was gibt's heute Abend zu essen? Du, es gibt Fackelwürmchenbrust. Ah, geil. Yeah, endlich mal wieder Fackelwürmchenbrust. Endlich mal wieder. Und ein Mondfalterflügel habe ich auch. Und hier geht's raus in Richtung der Quest. In Richtung der... Was war das nochmal? Foltmannsruh oder sowas? Ja, und da ist ein Mondfalter. Yeah, 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 yeah. Schnell, schnell, schnell. Hier, boom. Und zack, 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 zack,
Zack. Skill pur. What aiming. Ja, und weiter geht's hier. Die schöne Reise Richtung Todmannsruhe. Todmannsruhe erinnert mich an den Schuh von Manitou. Ich bin ein Bade. Oh yeah, die wollen baden. Hahaha. Der war ein bisschen flach, aber das ist egal, denn man hat Spaß oder man hat keinen Spaß und ich hab Spaß. Cutlasshof entdeckt. Hier ist der Cutlasshof. 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 Ja, 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 da macht die Cutlerhof. Oh Mann, jetzt wird's ein bisschen embarrassing. Kann ich hier nicht besser langlaufen? Schneller sprinten und so? Ich muss ja ganz hier hin. Ich muss ja hier vielleicht so rum. Hier ist bestimmt ein Boot gleich. Ey, ich glaube, hier gibt es gar kein Boot. Das sind bestimmt irgendwelche Tiere oder sowas. Ey, das ist ein Khajiit. Nee, das ist eine Wache einfach. Was gibt's denn? Haarfingerwache. Und hier geht's rüber. Oh, da ist so ein Schlammkrabben-Scheißding. Das greift mich, glaube ich, an. Ja, Schlammkrabbe. Schlammkrabbe. Getötet. Und die macht Schlammkrabben-Zitrin. Nice. Einfach eine schöne Zutat für mich und noch ein Mondfalter. Yeah. Deswegen, ich muss hier allein schon nachts auch. Oh, da ist so eine Glocke. Und jetzt klingelt mein Telefon. Was für ein Zufall. Also wenn wir hier erstmal speichern und wir sehen uns in der nächsten Folge von Skyrim. Ciao, Leute.